Auf Dr. Charlotte Engel wartet ein verletzter Teenager. Der 17-Jährige war zwar alleine eingetroffen, seine Eltern wurden aber bereits verständigt. Bei deren Eintreffen kümmert sich das Medizinerteam schon um den Jungen, der angibt, sich bei seinem Nebenjob verletzt zu haben. Was tut dir genau weh? Der Fuß, der Knöchel vom linken. Okay, ziehen wir gleich aus. Wie ist das passiert? Ich bin in der Waschanlage, wollte ich das Auto putzen, bin in der Pfütze weggerutscht und hingeflogen. Und ich weiß selber nicht genau, was da ist. Mein Chef hat mich dann hier hingefahren und hier abgesetzt. Ich war jetzt beruhigt. Ist er nicht mit reingekommen jetzt oder so? Nein, er hat doch voll viel zu tun. So was macht mich natürlich stutzig, weil ein verantwortungsvoller Chef sollte doch ihn noch reinbringen, bis er weiß, dass er versorgt wird. Des Weiteren ist immer wichtig für uns, was der Unfallhergang wirklich war, denn wir müssen sonst einen Arbeitsunfall melden. Oh, na, der ist schon dick und geschwollen. Ach. Kannst du den mal versuchen, einmal gerade zu machen? Ach. Ja, ist schwierig, einmal, ne? Ich will den nur einmal vergleichen, deswegen. So. Es zeigte sich ein großes Hämatom, sodass wir von der Verdachtsdiagnose im schlimmsten Fall eines Knöchelbruchs ausgehen mussten oder aber von einer Bänderverletzung. Hast du noch eine Hose? Was ist denn da drunter? Das ist doch viel zu warm, oder? Ja, Klinik am Südring, die Familienhelfer. Ich zieh doch natürlich was da drunter. Ich gehe doch nicht einfach nur mit dem. Also, Junior, wir haben draußen 24 Grad, sag mal. Entschuldigung, ich muss was machen. Du mal aufmachen. Der Junge will seine Arbeitskleidung zuerst trotz sommerlicher Temperaturen partout nicht ausziehen. Auf dem Flur erhält sein Vater einen ersten Hinweis, was hinter dem seltsamen Verhalten seines Sohnes stecken könnte. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Von wem? Kannst du dir vorstellen, von wem? Nein. Warum ruft dein Chef mich an? Dein Chef? Will der sich vielleicht erkundigen, wie es ihm geht? Er hat ihn als vermisst. Der war heute nicht bei der Arbeit. Wie bitte? Was ist denn hier los, sag mal? Aber du hast doch deinen Arbeitsoverall an. Kannst du mir das mal erklären? Ja, weil ich... Ich bin trainieren gegangen. Junior, du kannst mal... Wie trainieren? Du warst doch... Du bist doch... Du musst doch arbeiten. Gewesen. Moment, was denn jetzt? Ich kapier jetzt gar nichts mehr. Erzähl doch nochmal. Also, warst du gar nicht arbeiten jetzt? Oder okay, ich muss jetzt mal hier durchgreifen. Ja, also, wir sind hier in der Notaufnahme. Wir müssen jetzt echt wissen, was passiert ist, weil die Frage ist: Ist das ein Arbeitsunfall oder nicht? Nein, ich war trainieren und bin vom Laufband geflogen. Trainieren? Ja. Im Fitnessstudio? Ja. Und wieso hast du den Blaumann drüber gezogen? Weil du hättest ja auch in dem Outfit hier kommen können, in dem Sportoutfit. Damit man wahrscheinlich was denkt, denn? Er sei arbeiten. Genau, gewesen, er trainiert nämlich jeden Tag. Und er will das wahrscheinlich nicht zugeben. Das kann euch doch egal sein. Lass mich Jan, guck mal, ich unterstütze dich beim Sport. Du weißt, ich fördere dich, ich unterstütze dich in jeglicher Hinsicht. Aber ich möchte nicht, dass du uns belügst, sag mal. Und vor allen Dingen den Ärzten machst du es doch auch nicht gerade einfacher damit. Also, wir werden ihn jetzt erstmal zum Röntgen schicken und ein EKG machen lassen. Und dann wissen wir hoffentlich mehr. Während sich Schwester Nancy und Pfleger Alexander Klaas weiter um den 17-Jährigen kümmern, sucht Dr. Charlotte Engel das Gespräch mit den Eltern. Die Ärztin hat den Verdacht, dass hinter dem exzessiven Sportpensum des Schülers eine Sucht stecken könnte. Ihre Empfehlung gefällt dem Gymnasiasten gar nicht. Du kannst jetzt erstmal mindestens 4 Wochen nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja. Das kann man auch runterschrauben auf 2. Nein. Nein. Du musst jetzt vernünftig sein. Auf gar keinen Fall. Das ist wichtig. Es geht doch um deine Gesundheit. Was ist denn? Gucken Sie sich das mal an. Das ist genau das hier. Zeig mal. Er guckt sich das ständig an. Das sind seine Vorbilder. Jan, das ist doch nicht normal. Okay, Mike. Wenn ich so aussehen will wie die, dann kann ich nicht einfach mal 4 Wochen aussetzen. Das geht nicht. Und ich habe noch eine Idee. Wir arbeiten hier zusammen mit einem Sozialpädagogen. Ich weiß, dass der im Haus ist. Ich hätte die Anregung, ich würde den gerne einmal anrufen, ob der vielleicht einfach mal zu uns dazukommen kann. Meinen Sie, damit er rausfindet, warum er plötzlich so viel Sport gemacht hat? Schatz, oder? Wir brauchen keinen Therapeuten und keinen Psychologen. Nein, das ist kein Therapeut, das ist ein Pädagoge. Ja. Solche Menschen wie Therapeuten und Sozialpädagogen machen super Arbeit und erleichtern vielen, auch gerade Kindern, dann das Großwerden. Sozialpädagoge Kevin Imler arbeitet eng mit der Klinik zusammen. Um herauszufinden, was hinter dem Sportdrang des jugendlichen Patienten steckt, besucht er die Familie eine Woche später zu Hause. Die Eltern sind überglücklich, dass der Experte ihnen zur Seite steht. Denn was als gängiges Hobby des Sohnes begann, belastet mittlerweile die gesamte Familie. Was ist denn hier?
Was machst du hier? Das ist viel spannender. Ich dachte, du bist krank. Wissen deine Eltern das, dass du hier noch dein Workout machst? Natürlich nicht. Jan, ey. Mit deinem Fuß, oder? Ich muss trainieren, das habe ich gesagt. Du musst trainieren, ja? Ja. Was sagen deine Eltern denn dazu? Ist mir egal, die haben keine Ahnung, ich muss trainieren. Das muss doch. Jan, setz dich mal bitte. Jan, setz dich mal bitte ganz kurz hin. Also wirklich. Ich behalte das für mich, ja? Ich werde jetzt nicht mit deinen Eltern reden. Also ein Indikator, wenn man herausfinden möchte, ob Sport zur Sucht geworden ist, ist zum Beispiel, wenn die betroffene Person dem Sport alles unterordnet. Seine eigene Gesundheit und die Beziehung zu seiner Familie und zu seinen Freunden zum Beispiel. Denn der Sozialarbeiter entdeckt Listen über Gewicht und Muskelaufbau, die zeigen, dass der Sport den Alltag des Schülers komplett dominiert. Kevin Immler hakt nach, was den Jungen dazu antreibt. Wenn ich es nicht mache, wieso? Dann werde ich nur fett und faul und kann nichts mehr machen. Wie wirkt sich das auf dein Gewissen aus irgendwie? Hast du ein gutes Gewissen, wenn du Sport machst, oder ein schlechtes Gewissen, wenn du keinen machst? Wieso soll ich denn irgendwie mit einem guten Gewissen was machen können, wenn ich nichts mache? Das bringt mir doch nichts. Das klingt so voll nach so zwanghaften Dynamiken. Nein. Ja, doch, total. Du rückst Sport total in deinen Lebensmittelpunkt. Du setzt die Beziehung zu deinen Eltern aufs Spiel. Dadurch, dass du hier Sport machst, obwohl du dich ausziehen sollst. Du hast deinen Beruf geschwänzt für Sport machen. Dreimal. Du kontrollierst dich selbst. Du hast so selbstzerstörerische Tendenzen, obwohl du kaputt bist. Dein Körper die Signale sendet, dass du eine Pause brauchst. Machst du noch weiter Sport? Der Einstieg in die Sportsucht geschieht bei jungen Männern häufig in der Pubertät. In einer zunehmend ambivalenten Welt fällt es jungen Männern immer schwieriger, eine männliche Identifikation zu bilden. Muskeln, das steht für viele Menschen gleich mit Männlichkeit. Bei Jan hatte ich aber irgendwie das Gefühl, da steckt noch was ganz anderes dahinter. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass du Sport machst, weil dir das so viel Spaß macht. Halt so. Da steckt doch irgendwas dahinter. Doch klar, wieso sollte ich das denn nicht machen? Was ist denn da los? Sie haben keine Ahnung davon. Lassen Sie mich in Ruhe. Holst du ein Handy jetzt? Hey, Jan, ich muss weg. Der Teenager stürmt davon, soweit dies sein verletzter Knöchel zulässt. Warum er es so eilig hat, wird wenig später klar. Schlüter, hast du meine Hausaufgaben gemacht, ja? Noch nicht. Wie nicht? Ja, Junge, keine Zeit. Ich hab dir gesagt, du sollst das machen. Ich zerkratze dein scheiß Auto hier. Nein. Hey, Finger weg! Ich war total schockiert, als ich rausgerannt bin und hab gesehen, dass der Jan dort von drei Leuten bedrängt wird. Und ich bin sofort eingeschritten. Also drei gegen einen, das geht gar nicht so. Ich war stinksauer. Seid ihr in seiner Klasse? Wie heißt du? Wie Timo. Du heißt? Timo. Timo, du? Marcel. Du? Lisa. Dass sie Nachspiele haben, ja? Das sage ich euch. Ja, vielleicht morgen sofort eure Eltern und die Schulleitung kontaktieren. So, ja. So das hat Konsequenzen. Verzieht euch jetzt. Ja, gar nichts gut. Los. Gut. Was war denn da los, sag mal? Nix. Wie nix? Die haben dich fertig gemacht, Mann. Was? Was wäre, wenn ich nicht hier gewesen wäre? Dann hätte ich keine Ahnung. Was wollten die von dir? Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben. Mobben die dich oder was? Ja, toll, was willst du noch hören? Ja, was denkst du, warum ich überhaupt damit angefangen habe, das zu machen? Ja, das will ich hören, Mann. Weil sonst können wir dir nicht helfen. Du hast ja Sport gemacht, um die Muckis aufzubauen. Damit ich stark genug bin, um gegen die anzukommen. Ja, und bringt das was? Ey, gegen Mobbing, da brauchst du ein starkes soziales Umfeld. Du musst reden darüber. Reden mit deinen Eltern darüber. Was ist los? Los, sag's ihnen. Cool, die mobben mich und... Und deswegen hat er angefangen, so doll Sport zu machen und Muskeln aufzubauen, damit er sich wehren kann. Nee. Kann ich ja dann auch. Nein, kannst du nicht. Das hast du doch gesehen. Deswegen hat er sich so zurückgezogen. Ach Mann, das tut mir so leid, dass ich das nicht erkannt habe. Nach dem Vorfall hat der Elftklässler endlich Hilfe angenommen. Er absolviert ein Selbstbewusstseinstraining und hat die Schule gewechselt. Dort hat er Freunde gefunden, mit denen er sich zweimal die Woche zum Sport trifft. Häufiger will er gar nicht mehr trainieren. Die Mobber haben eine Disziplinarstrafe der Schule erhalten und sich bei ihrem Opfer entschuldigt.